Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da heute so ein schöner Tag ist draußen, habe ich gedacht, dass wir uns ein bisschen sportlich betätigen. Und aber doch nicht so, sondern mit Rocket League. Mal schauen, ob wir in ein laufendes Spiel reinjoinen. Ja, natürlich. Und los geht's schon. Wir sind 4:0 natürlich hinten. Sind noch etwa 2 Minuten zu spielen. Da werden wir nicht mehr viele Chancen haben. Ein Eigentor machen wir jetzt nicht. Ne, das war knapp. Oi, an die Steuerung muss ich mich wieder gewöhnen. Habe ich gerade gemerkt. Das ist nämlich eine eigene Kunst. So, Torschuss, ja, und rein, ja, gerade reingejoint und schon ein Tor geschossen, so passt mir das. Ja, sind aber auch nicht allzu gut, ist natürlich ein ganzes Team. So, vom Verteidigen haben die nicht wirklich einen Plan. So, bisschen hinten aufpassen. So, was ist da los? Geht keiner ran. Nee. Keiner hinten? Wo sind alle? Raus damit. Falsche Richtung, das war zu locker. Der geht rein, super, perfekt. Können wir auch loben. Er ist schon richtig funny, muss ich sagen. Und vor allem das Beste ist, dass man auch mit den PC-Spielern zusammenspielen kann. Leider aber nicht in Form einer Party, sondern einfach nur zufällig oder eben in privaten Räumen oder Lobbys, die man sich zusammenstellt. Ha! Oh, mein Tor! Ha, perfekt! Wir kennen das. Aha, letzte Berührung. Ja. So, 14 Sekunden schaffen wir gerade nicht mehr wahrscheinlich. Einmal noch ran. Und, ah! Ich denke, hätte sich's ausgehen können. Aber es ist trotzdem keine schlechte Runde gewesen für mich jetzt, in den letzten 2 Minuten. Gut, eine spielen wir schon noch, die spielen auch mit, perfekt. So, gleiche Zusammensetzung der Spieler, also spielen wir da gleich wie jetzt. Mal schauen, ob es diesmal besser aus, ob wir besser aussteigen. Ich fahre eigentlich nie direkt zum Ball hin, das machen eh immer die anderen. Und hol mir immer den großen Turbo. Damit ich dann auch gleich direkt angreifen kann und Tor, perfekt, so muss das laufen. 11 Sekunden nach dem Anpfiff. So stelle ich mir das vor. Yes! So, da kommt er schon wieder. Na, geht sich nicht aus für mich. Perfekt! Angetäuscht, Vorlage und rein damit. Sehr schön. So muss es laufen.
Guter Schuss natürlich. So, wieder den Turbo zuerst holen. Schauen, was vorne losgeht. Ah! Okay, das war natürlich schlecht. Das war schlecht. Macht nichts. So, jetzt bleibe ich in der Mitte. Ja, fängt mich weg. Okay. Winkel hätte gepasst. Ah, ist drin. Perfekt, super. Mein Fahrzeug so schön designt mit den Retrofelgen und dem Mexikanerhut. Dem, wie heißt das, Sombrero. Gefällt mir. Nee, zu fest. Kommt daher. Und raus, super. Das war knapp. Bisschen wieder in den Strafraum. Zurück verteidigen. Wer hat ihn? Wieder nach vorne. Oh, den habe ich nicht gesehen. Zurück, zurück. Hinten ist keiner. Treffen eh nichts. Oh je. Das war schlecht. Bisschen zu hektisch reagiert. Sind aber noch eins vorne. Das passt schon. Bin punktzahlmäßig, ja, zweiter. Da muss man immer aufpassen, wenn er so hoch kommt. Boah, das war knapp. Hinten nur schauen, dass man sich nicht gegenseitig in die Quere kommt. Oder behindert. In den Strafraum. Oh. Super, perfekt. Perfekt. Drei Minuten noch zu spielen. Normalerweise nehme ich den immer dann am Weg mit. So, nicht Freundchen. Einmal raus. Und den haben wir in der Luft. Nicht. Okay, Kollege hat ihn. Perfekt. Wie schaut's aus? Bin noch Erster. Aber mit nur mit 20 Punkten. So, wo kommt der? Die sind sich gegenseitig reingefahren. Okay, das wird nichts. Na, gerade nicht erwischt. Sorry. Das war ich. Der passt. Ja, perfekter Winkel. Top. Hattrick. Yes. Also drei Tore für mich. Punktzahl Erster. So gefällt mir das. Turbohorn. Kollegen spielen nicht super. Und noch ein Tor. Boah, da regnet es gleich so. Das war ein bisschen glücklich, aber egal, da ist da. So, wo kommt er? Ne. Aufpassen.
dass wir nicht rein werden ins eigene Tor. Auflage war top, nur keiner war da in der Mitte. Okay, daneben gesprungen, macht nichts. Der ist gefährlich. Sehr gefährlich. Oh. Schade. Gott sei Dank haben wir einen großen Vorsprung. Ich glaube, den werden sie nicht mehr einholen. Dann müssten wir uns schon sehr darauf anstellen. Wir werden noch versuchen, ein paar Tore zu schießen. Ich spiele eigentlich hauptsächlich mit der Ballkamera. Das war zu hoch. Damit ich den Ball in meinem Blickfeld habe, habe mich auch schon daran gewöhnt. Oh, was ist da los? Da verteidigt niemand. Ich glaube, ich werde ein bisschen hinten bleiben jetzt. Ich will nicht noch mehr Tore kassieren, sonst wird es noch wirklich eng. Ein bisschen verteidigen. Oder ein Tor schießen. Yes! Yes! Perfekt. So muss es laufen. Jetzt blendet mich die Sonne ein bisschen. Aber egal. Davon lassen wir uns jetzt nicht stören. Zusammengekracht. Hinten ist keiner. Ich werde ein bisschen hier bleiben. Ein bisschen die Lage checken. Oh, da regnet es Tore. Schaffen wir 10? Musste noch drin sein. Verteidigung ist ja grottenschlecht bei denen. Na! Boah! Den hätte ich noch gehabt, eventuell. Aber egal. 9:4 ist ein Top-Ergebnis. Wir sind für heute sportlich genug gewesen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Like bzw. auch ein Abo dalassen. Ich werde in nächster Zeit einige Videos noch produzieren. Ich habe sehr viele Ideen im Kopf und werde auch versuchen, diese bestmöglich umzusetzen. Und ich wünsche euch eine geile Zeit bis dahin. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.